Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video die Musterlösung für Aufgabe 1 auf Übungsblatt 5 an. Und wir haben hier eben die Aufgabe, dass wir die Klasse StackofT, die wir uns in der Vorlesung schon angeschaut haben, noch um die Funktionalität erweitern müssen, dass der Array, der intern von diesem Stack verwaltet wird, eben automatisch ausgetauscht wird, wenn die Kapazität von ihm überschritten wird. Das heißt beispielsweise, wir haben ein Array von Größe 3, wenn wir das vierte Element zum Stack hinzufügen, soll eben der jetzige Array durch einen neuen ausgetauscht werden, der üblicherweise doppelt so groß ist wie der alte. Wir müssen eben die Elemente aus dem alten Array in den neuen reinkopieren und dann den neuen benutzen. Und es gibt dazu auch schon eine Solution, die ich angefertigt habe. Die sehen wir hier oben. Und ich mache jetzt einfach direkt mal die Klasse Stack auf, so wie man es eben von der Grips-Plattform runterladen kann. Und wir haben hier eben diese Klasse. Und hier sehen wir auch, dass ich eben hier einen Stack mit 5 Elementen erstelle. Und wenn ich hier eben das 6. Element hinzufüge, kriegen wir eben eine Exception, die wir selbst werfen, weil eben unser Stack oder unser Array, den wir intern kapseln, voll ist. Und dann müssen wir eben das Programm so beenden. Was wir jetzt eben machen werden, ist, dass wir diesen Array immer austauschen, wenn wir eben ein Element hinzufügen und wir in diese Bedingungen reinlaufen. Also immer genau dann, wenn wir diese Exception schmeißen. Also anstatt hier eine Exception zu werfen, sorge ich jetzt eben dafür, dass der Array ausgetauscht wird. Und ich schreibe dazu eben eine Methode, die heißt tausche Array oder durch größeren Array. Und diese Methode erstelle ich mir eben hier. Und was ich jetzt machen muss, ist eben, ich erstelle mir hier eben einen neuen Array. Und den mache ich natürlich auch mit dem Generic und gebe hier eben an, wie groß dieser sein soll, und dazu nehme ich eben den bestehenden Array, dessen Länge mal 2. Das ist mein neuer Array. Dann muss ich natürlich noch durch den alten Array einmal durchlaufen und eben beim neuen Array an die Stelle i das Element vom alten Array setzen, wie man das hier eben macht, und dann sage ich eben Array ist gleich neuer Array. Damit ich das machen kann, diese unterste Zeile hier, muss ich natürlich hier dieses Read-Only für den inneren Array wegnehmen. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich hier jetzt eben wieder Platz, um neue Elemente eben einzufügen. Also wir schauen es nochmal kurz an. Innerhalb dieser Hilfsmethode, die ich hier habe, erstelle ich mir eben einen neuen Array, der doppelt so groß ist wie der alte Array. Das gebe ich hier hinten an. Und dann kopiere ich innerhalb einer Vorschleife eben hier noch alle Elemente, die innerhalb von i sind, an die entsprechende Position vom neuen Array, und dann schmeiße ich die Referenz zum alten Array weg und setze stattdessen die Referenz zum neuen Array. Damit brauchen wir dann auch nicht mehr diese Exception, die hier ursprünglich stand, auslösen, weil wir jetzt eben nicht mehr den Fehlerfall haben, dass unser Array zu sehr klein sein könnte. Was wir jetzt hier natürlich irgendwann mal bekommen, wenn wir das unendlich lang machen, wäre, dass wir eine Out-of-Memory-Exception bekommen. Aber
Das möchte ich jetzt hier nicht wirklich behandeln, dass wir das machen müssen. Darüber muss sich eben unser Nutzer im Klaren sein, dass das passieren kann. Und was ich ebenfalls noch machen werde, damit die Klasse ein bisschen besser nutzbar ist, ist, dass ich hier eben einen Standardkonstruktor baue, dem ich eben die Kapazität hier hinausgebe. Und die Standardkapazität soll eben, sagen wir mal, 128 Items sein. Dann haben wir auch standardmäßig genügend Platz. Genau. Dann brauchen wir in der normalen Programmklasse auch hier nicht mehr diese Überladung des Konstruktors aufrufen, sondern wir sagen dann wirklich wie bei der Liste auch new stack of string hier in diesem Fall. Und wenn ich hier jetzt eben diesen Code wieder ausführe und ich hier bei der 5 lande, da hat er ja vorhin gesagt, Vorsicht, hier geht es nicht weiter, dann sind wir immer noch nicht in der Bredouille, dass wir hier den Array austauschen müssen. Wir können natürlich jetzt zu Testzwecken mal kurz diesen Array wirklich auf 5 beschränken. Dann nehmen wir einfach die Überladung des Konstruktors. Und wenn wir jetzt hier eben bei der 5 sind, kommen wir eben in den Fall, dass der Array voll ist und die Kapazität dadurch erreicht ist. Deswegen tauschen wir den Array aus. Wir erstellen hier einen neuen. Wir können hier auch noch mal kurz gucken, dass eben in diesem alten Array diese Werte hier überall drin sind. Das hier sehen. Also ich möchte hier mehr als und so weiter. Und wenn diese Vorschleife dann vorbei ist, dann sehen wir eben hier, dass in unserem neuen Array, der jetzt 10 Elemente umfasst, eben ich möchte hier mehr als auch eben diese Elemente drin sind, die im alten Array drin waren, und hier der Rest ist noch mit Null vorbelegt. Und dann können wir eben aber wie gewohnt diese Sachen hinzufügen, und damit ist diese Aufgabe auch schon beendet. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie das natürlich gerne an mich weitergeben, beispielsweise per E-Mail oder in der Vorlesung. Ansonsten sage ich nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald.